Wow, das ist eine Schiefe. Was ist da drüben? Da muss man sofort natürlich. Was? Eisen! Mal. Wow, das ist 9 Eisen haben wir gefunden. Perfekt, da können wir gleich. Oh, auf der Dorf! Boot 1. Jetzt haben wir immer ein Dorf gefunden. Ja gut. So. Sogar ein Netherportal, ein Dorf. Sehr geil. Hi und herzlich willkommen. Heute geht es weiter mit dem großen Hardcore-Projekt, da wir uns im letzten Video schon um die ganzen Startausrüstung gekümmert haben. Und wir werden heute in dieser Folge einen Base bauen. Dann viel Spaß in diesem Video. Nun, jetzt muss man eben noch Eisen farmen, damit wir ganz automatische Farmen bauen können. Und wir haben eben schon ganze Wertsachen. Wir haben bis jetzt nur 21 Eisen und das ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig. Und jetzt werden wir auch noch Steine farmen gehen. Weil wir brauchen für uns Eisenfarmen ja Stein. Aber bevor wir das machen, müssen wir ein paar Dorbewohner einsperren zur Sicherheit, damit kein Dorbewohner eben verschwindet. Ich glaube, hier ist am besten zu ausgegraben, weil hier können wir so einen Keller bauen und da werden wir eben Steine abbauen. Sehr gut, da haben wir schon mal einigen Steine, aber das wird noch ein bisschen dauern. Also ich habe jetzt diese Eisenfarm einfach nicht erfunden, ich habe mir jetzt eine Dordel genommen. Okay. Passt, da haben wir mal genug Steine, jetzt haben wir noch Sand, fahren wir, weil wir brauchen nur Glas, also wo die Dorfbewohner halt leben. Und damit die, und wir müssen jetzt noch diesen Sand noch alles noch einschmelzen, also zum Glas umwandeln. So, Kohle brauchen wir natürlich auch. So, jetzt gehen wir mal wieder zurück. So, einmal schnell da rein. Ich tue immer Erde dahin, wie eben Zombies. So, einmal schnell, zack, alles rein. Sehr gut, ich glaube, da brauchen wir nur zwei Kohle. Sehr gut. Und jetzt können wir mal Holz mehr holen, weil wir brauchen eh Holz. Und da haben wir eh bei Feld oder Betten brauchen wir genauso. So, wir werden jetzt mal eine Truhe craften, weil wir werden einfach ganze Sachen mal da rein tun, was wir halt für Eisenfarm brauchen. Das ist einfach die beste Option. Genau. Ja. So, da tun wir eben noch die Schiede noch rein. Das brauchen wir eben für Lava. So, und die Klasse ist auch schon fertig. Sehr gut. So. Jetzt haben wir schon ganze Sachen und jetzt werden wir schon mal Eisenbaum loslegen. So. Und schon fertig gebaut. Natürlich werde ich es euch nur zeigen. So, hier bitteschön. Also diese Eisenbaum habe ich halt nicht selbst erfunden. Also nur zur Info. So, jetzt muss man dort wieder rein können. Das wird extrem anstrengend sein. Das kann ich euch aber sagen. Aber zuerst, wenn wir jemanden Dorfbewohner reinbringen, müssen wir noch rein. So. Okay, jetzt sind wir erst einmal reingegangen. So, jetzt gehen wir noch schnell schlafen, bevor wir ganze Mobs spammen. Oh nein, wo ist der Dorfbewohner jetzt? Es ist ein neuer da. Hey, das kann ich. Stimmt, Alter, diese Bands kann ja ausbrechen. Ich will aufstehen, Mann, Mist. Jetzt machen wir noch einen neuen Versuch. So, alles warten wir mal, bis sie wieder kommt. Es ist ja wieder finster. Ich habe diese Bands jetzt abgebaut. So, jetzt haben wir diese Dorfbewohner reingekriegt und eingesperrt. Und hoffe, er will jetzt nicht ausbrechen. Sehr gut, und das zweite Dorf, wollen wir jetzt noch herlocken. Nur die Arbeitsblöcke. Genau, ja. Aber gleich haben wir es geschafft. Und dann haben wir schon zwei Dorfbewohner und dann werden wir einen Dorfbewohner vermehren. Ja, genau, ja. Und dann, wir brauchen insgesamt 5 Dorfbewohner, das ist extrem viel. Aber dafür haben wir eine Eisenfarm. Genau, ja. So, den muss man schnell einsperren. So, da haben wir das schon mal drin. Sehr gut. Sehr gut. So, dann muss man diese Blöcke irgendwie abbauen, also die anderen Dorfbewohner befreien, damit sie auch bauen können. Also, ja, das ist wie ein witziges Wort. So, jetzt werden wir noch ein paar Broten noch craften, weil das brauchen wir natürlich auch für Dorfbewohner vermehren. Ich glaube 12 oder 11 Dorfboten. Die geben wir jetzt auf Liefer mal. So, perfekt. Hey, nicht ausbrechen. Sehr gut, und das heißt nur für uns warten. Aber dazwischen werden wir jetzt noch weitere Steine fahren für unsere neue Base, weil wir werden jetzt als Base bauen. Und damit haben wir auch Steine. Wir haben 2, 6 Steine und 2 Steine. Perfekt. Das brauchen wir eh für eine neue Base. So. Aber das ist ein großes Problem. Wir müssen das natürlich noch alles einschmelzen. Aber damit wir einschmelzen können, brauchen wir Lava. Das geht am besten, weil sonst muss ich wieder 1000 Kohle wieder farmen. Und das wäre ein bisschen doof. Weil wir wollen ja schöne Steine haben für unsere Base und das werden wir auch besser einschmelzen. Wir nehmen auch gleich 2 Ofen, weil es schon da ist und es geht aus dem auch schneller. Genau, das ist der Beste. So, wir werden jetzt noch weitere Weizenballen abbauen, weil wir brauchen eben Boten, weil ich bin ja ein bisschen zu faul, war Weizen zu farmen gehen, oder zum Einpflanzen und so weiter.
So, damit haben wir auch schon erledigt. So, wir haben diese Truhe geöffnet, weil wir wollen ja jetzt noch die ganzen Steine noch reintun. Also das brauchen wir ja für Base. Also da tun wir alle Sachen rein, was wir als für Base brauchen. Das ist einfach besser. So, wir gucken jetzt mal nach. Ah ja, Passportbewohner scheint gut zu funktionieren. Was denn für mir? Nee, ich selber schauen, weil die dürfen ja uns nicht sehen, weil das wollen wir jetzt aufhören. Aber ich habe schon gesehen, das sind schon 4 oder 5 Torbewohner. Tut mir leid, ich habe das nicht genau gesehen. Wir werden jetzt mal Holz farmen, das war aber auch. Wir brauchen extrem viel Holz, also für unsere Base, für neue Base. Genau, damit habe ich auch schon erledigt. Wir haben jetzt mal 6 Holz gefarmt. Oh nein, was macht der Dorbewohner da draußen? Nein, 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 nein. So, gucken wir nach. Oh, 5 Eisen ist drin. Perfekt. Also, nun können wir damit bestätigen, dass das Eisen funktioniert. Passt. Tun wir noch Sachen herein in der Kiste, damit also für unsere Base, da haben wir einzelne Stück. Die tun wir mal rein. So, jetzt werden wir mal nachgucken, ob alles vollständig ist. Und ein paar Brot tun wir noch geben. Am besten geben wir noch ein paar Broten, damit sie sich vermehren können. Genau, und jetzt gehen wir noch Sand farmen. Also, wir brauchen unendlich viel Glas. Also, wir wollen ja einen Stock machen, wo alles nur für Farm ist. Und da brauchen wir extrem, extrem viel Glas. Gläser halt. Und deshalb werden wir jetzt auch Sand farmen. Deshalb müssen wir jetzt auch Sand farmen. Genau, damit haben wir auch schon erledigt. Perfekt. Ah ja, das Zuckerhorn können wir auch schon mitnehmen, weil das können wir auch berauben. Genau, das ist voll praktisch, weil da muss man nicht vermehren oder irgendwie so weiter. Oder ganz kommt sie herumtun. Ich glaube, ihr wisst schon, was ich meine. So, wir brauchen eben noch mehr Sand, weil das war viel zu wenig. So, das bewertet haben wir jetzt auch genug Sand, hoffentlich halt. So, jetzt muss man eben wieder ganze Sand einschmelzen. Lava habe ich auch gerade vorher geholt. So, da haben wir mal Sand eingeschmolzen. So, jetzt muss man eben noch ganz. Wir ernten jetzt mal ganze Kartoffeln, also als Ernährung, weil wir haben jetzt fast nichts mehr zu essen. Das Brot ist ja bald auch wieder aus. Außerdem brauchen wir Kartoffeln für unsere neue Base. Genau, und das nehmen wir auch Kartoffeln jetzt mit. So, da werden wir jetzt wieder weiter Steine farmen gehen. Wir brauchen unendlich viel Steine. Also 2 Stück ist wirklich nur aus Steinen. Dann nur aus Steinen, sondern Holz natürlich auch. Und der Boden ist alles ein bisschen. Na, ich verrate es aber nicht zu viel, weil ihr wollt schon sehen. So gut, da haben wir schon mal einige Steine gefarmt. Perfekt. So, jetzt geht die Sonne geht jetzt gleich runter, oder? So, jetzt muss man keine Lava holen gehen, damit wir Steine einschmelzen können, weil wir brauchen, ich habe circa 10 oder 7, 8, 6. Ich weiß, das ist radikal, wie ich will jetzt auch nicht ausrechnen, bin ich zu faul dafür. Aber ich glaube, also ungefähr werden wir 6, 7, 6 brauchen. Was? Ich glaube, das haben wir bald immer auch geschafft. So, jetzt werden wir mal loslegen mit dem Baseball. Damit bauen wir jetzt meine ganze Truhe ab, weil wir das eben loslegen. So, jetzt haben wir schon ganze Sachen mit, dann gehen wir mal los. Wir wollen eben eine ganze einsame Insel bauen, aber vielleicht wollen wir, ja, werden wir mal später auch eine Stadt bauen, aber das weiß man noch nicht genau. Also, das ist Handy ja noch. Und da vorne sehe ich schon eine einsame Insel. Also, da müssen wir genau noch gucken, ob das perfekt ist für uns. Aber bis jetzt schaut es sehr gut aus, ist sehr nah, der zum Beispiel von das Biom. Und das bauen wir mal abbauen und dann let's go. Zur Info. Dieses Video steckt circa über 40 Stunden Arbeit dahinten. Damit würde ich freuen, dass ihr dieses Video ein Like da lassen würdet und diesen YouTube-Kanal abonniert. Weil das ist extrem viel Arbeit, das kann ich euch schon ehrlich sagen. Okay, dann noch viel Spaß mit diesem Video. So, ein kleines Zwischenupdate. So, also wir haben schon einiges geschafft, weil wir im Lagerraum, also der Wäsche ist noch nicht ganz fertig, der zweite Stock ist schon gar noch nicht fertig, also ein Richter fehlt eben noch, aber ich finde, es schaut schon ziemlich cool aus und gut, also und oben, ach, das ist schon fast fertig, also da fehlt eben noch der Cluster. So, jetzt haben wir schon mal alles geschafft, also es ist jetzt fertig. So, jetzt kommt eine kleine Base-Tour.
Nun, hier sieht es von außen aus. Es ist hier eher rund mit Dunkeln und so weiter. Genau, ja. Und dann gehen wir eben mal rein. Und das ist sehr dunkel. Also da habe ich gar keine Idee, was man da einrichten soll. So, da kommt der dritte mit dem roten Teppich, ein bisschen gemütlich macht. Ich finde, dass es gemütlich ist und ein bisschen mehr eingerichtet aussieht. Und hier mal ein kleiner Lagerraum. Schick, da habe ich auch schon ganz alles eingerichtet. Also ich finde, das passt gut für letzte Weile mal halt. Genau, ja. Und das habe ich einfach mal hingestellt, weil es zu leer ausgeschaut. Ich habe wirklich keine Idee mehr gehabt, was da hinstellt. Doch, haben wir mal ganz so Ofen hingestellt, weil wir brauchen auch richtig viele Ofen, also für ein paar Sachen halt, wenn wir wieder Projekt haben und so weiter. Und dahinter haben wir eben eine Werkstatt gebaut. So, da gehen wir mal rauf, da haben wir zwei weißen Banner, aber ich habe noch keine Idee, was man darauf tun soll. Genau, ja. Das ist halt oben Bereich, das ist der Stockbetten, weil ich finde auch cooler, ich finde das voll schön aus, wenn da noch ein Stockbett ist. Wenn wir fast noch einen Gast haben, dann kann er auch gerne dort oben schlafen. Genau, ja. Und hier haben wir ja ein paar Bücherregale und da habe ich selber noch reingetan. Und hier haben wir noch ein Bildrahmen mit allererste Werkzeug. Das ist ein schöner Rhino, finde ich. Hier genauso selber, also wie Spitzhacke, allererste Spitzhacke. Es ist auch extrem schöner Rhino. Und hier haben wir einen Kasten, auch mehr dazu. Später kommt mehr dazu. Das erkläre ich euch später. Genau, das ist, also ich kann euch auf jeden Fall schon mal sagen, das ist für automatische Farmen. Aber ich erzähle euch gleich. So, und da oben habe ich auf jeden Fall mal leer gelassen, weil wir werden nächste Folge riesengroße, mega verschiedene automatische Farmen bauen. Und da, wo ich halt jetzt gezeigt habe, darunter wird dichter gehen, wo darunter geht. Und dann ist für Bambus, damit der Ofen ganz Bambus bekommt. Also gleich von hier geht es nach unten. Genau, ja. Und das ist eben für automatische Farmen. Genau, damit automatisch immer Brennstoff gefüllt ist. Nun, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Wenn euch gefallen hat, dann lasst doch gerne ein Like da und abonniert doch gerne diese Superkanal Gaming Max. Das sage ich mal, mach's gut, dann ciao und bis zum nächsten Mal. We'll be right back.